Die Bürger richten sich nach dem Wind. Sie denken, dass Frankreichs Ritter bald hier einmarschieren, also zahlen sie keine Steuern mehr. Fast keine. Dann zieht sie zur Rechenschaft. Sie haben Ausflüchte und sie lügen. Ein Prozess gegen jeden von ihnen dauert zu lange. Noch dazu vor ihren eigenen Gerichten. Ihr müsst mit König Ludwig verhandeln, Hoheit. Über die Bedingungen für einen Frieden. Selbst wenn ihr ihm den Lehnseid schwören müsst. Mein Vater hat auch nie aufgegeben. Er wusste wenigstens, wie man Krieg führt. Ach wirklich? Wie denn? Man muss hohe Steuern verlangen. Von den Reichen wie von den Armen. Und jeden töten, der sich weigert, sie zu zahlen. Aber wenn sie nichts haben, können sie nicht zahlen. Dann drückt man ihnen eine Pike in die Hand und lässt sie in Blut zahlen, auf dem Schlachtfeld. Je höher die Steuern, desto größer das Heer. Hast du etwa Angst? Nur Maximilian steht noch zwischen dir und den Franzosen. Denkst du, sie vergeben dir, der Schwester des englischen Königs? Nach 100 Jahren Krieg? Der Witwe ihres Todfeindes, Karls des Kühnen? Ich weiß, dass du Vater vermisst. Aber lass es nicht an meinem Mann aus. Unsere Situation ist so schon schwierig genug. Das ist mein Testament. Es war mein Wille, nicht von ihr zu lassen. Obwohl die Liebe einen wenig eigenen Willen lässt. Sie greifen uns an. Tag und Nacht. Aus dem Hinterhalt mit wenigen. Verbrennen die Felder, plündern die Dörfer. Franzosen weichen dir aus. Seit Wochen. Dann musst du selbst eingreifen. Womit? Die Söldner sind weg, meine Bauern auch. Sie sind gegangen, um das zu ernten, was die Franzosen übrig gelassen haben. Ich kann nichts tun. Nur warten, bis mein Kind zur Welt kommt. Ich werde dafür sorgen, dass es deiner Familie gebracht wird. Vielleicht werde ich die Welt doch nicht verändern. Meine hast du schon verändert. Wer sich sehr hoch hinauswagt, läuft Gefahr, sehr tief zu fallen. Glaubst du, das war mir nicht klar? Deshalb ist Epikur für das bescheidene Leben. Die Ungarn haben die Belagerung der Wiener Burg aufgegeben. Hoheit. Herr von Werdenberg. Ich habe 1000 Mann mitgebracht. Tiroler, die sich uns angeschlossen haben. Sie warten vor der Stadt.